Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession, und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Kamisua, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, weil das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme, und das ist die Landkarte deiner Seele. Und es bleibt so. Das ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Was sich aber ändert, das bist du, und du bewegst dich im Leben und machst 7 Jahren Perioden, kommen alle 7 Jahren andere Ereignisse, andere Themen sind wichtig. Zurzeit bewegst du dich im Periode der Tierkreiszeichen Stier. Du bist gerade in einer Stierperiode. Das sind die wichtigsten Themen: Sicherheit, Stabilität, die Finanzen, etwas in Besitz zu nehmen, die Realität leben, deine Ideen verwirklichen, aber auch die Ruhe bewahren, das Leben genießen, etwas schön gestalten. In dieser Periode bist du gerade. Wenn du dieses Bild anschaust, dann erkennst du auch, in welchen Lebensbereichen hast du Energie. Und genau diese Lebensbereiche sind für dich wichtig. Das ist deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Dann ist wichtig, dein Zuhause oder ein Basis, ein Fundament zum Haben im Leben. Dann ist wichtig, Themen mit Erbschaft oder Themen mit Ämtern, besonders wenn das um Geld geht, um Finanzen wie Investitionen, Spekulationen oder Banken oder Versicherungen oder Finanzamt. Außerdem befindest du in einer Wandlung, das sind deine Erneuerungsprozesse, und lernst du loslassen. Dann ist wichtig für dich die Reisen oder Ausland, Bildung und Spiritualität. Dann ist wichtig Ansehen, Anerkennung und auch deine Berufung. Dann ist wichtig die Freundschaften, aber auch deine Wünsche und die tiefen Geheimnisse des Lebens. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Ich beginne mit Pluto, das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem, und wir starten mit April 2019, natürlich nach indischer Berechnung, nach indischer Astrologie. Pluto befindet sich im Schütze, und das ist ein sehr wichtiges Thema, deine Werte, dein Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Und hier Pluto zeigt die Erneuerungen, die Veränderungen, aber auch das Loslassen. Wie zum Beispiel Verlustangst loszulassen oder Schuldgefühl. Auch dieses Gefühl verabschieden, weil Schuldgefühl löst Schulden aus. Das hängt alles energetisch miteinander zusammen. Und natürlich etwas befestigen, und das sind deine Werte und dann auch die Finanzen.
Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das heißt, deine Träume zum Leben, auch wohnlich, aber kommen auch Erinnerungen, Erinnerungen an die Vergangenheit. Und versuchst auch deine Wohnung oder dein Haus so schön gestalten, traumhaft schön. Neptun hat mit Träumen was zu tun, aber zeigt auch diese Kreativität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebst du hier im Widder, also im sechsten Lebensbereich und das hat mit deiner Arbeit was zu tun. Aber achte auch auf die Nervensystem, weil du hast die Uranus hier genau gegenüber und das hat mit deiner Psyche was zu tun, aber auch die Gesundheit was zu tun. Und Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Saturn hast du im Schütze. Saturn belehrt dich gerade zu deinen Werten stehen und auch, dass du die Finanzen in Ordnung bringen sollst. Jupiter vergrößert etwas. Natürlich kann das dir Glück bringen in Finanzen. Jupiter ist hier im Schütze gerade. Dass die Finanzen verbessern sich. Kann auch Glück bedeuten, dass du etwas gewinnst. Mars ist im Stier. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft kannst du einiges in Bewegung setzen. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Und gerade hier im Stier handelt es sich um die Liebe, Partnerschaft. Und dieser Mann hat einen Einfluss gerade auf dein Liebesleben. Und wenn wir schon bei Liebe sind, natürlich Venus ist die Liebesenergie und das ist hier im Wassermann. Du brauchst die Basis in die Liebe-Partnerschaft, diese Stabilität. Diese Venus hier im vierten Lebensbereich bedeutet auch, dass du zu Hause etwas verschönerst. Merkur ist der Planet Handlungen und Kommunikation und hier im Tierkreiszeichen Wassermann. Das kann bedeuten, dass du zurückziehst und etwas lernst oder ein Buch liest. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit deiner Wohnsituation etwas zu tun. Sonne befindet sich in Fischen und das ist die Monatsthema, die Kinder, die Lebensfreude oder dein inneren Kind, auch die Kindheitserinnerungen. Rückläufigkeit bedeutet, dass das etwas gebremst ist. Man hat das Gefühl, es geht nichts voran. Aber das hat auch einen Sinn, weil dann sollten wir noch etwas abwarten oder etwas noch überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun, Erinnerungen oder die gleiche Thema kommt wieder oder Kontakte von Vergangenheit. 11. April ist Jupiter rückläufig. Hier im zweiten Lebensbereich und das bedeutet, sollst auf die Finanzen achten, nicht zu viel ausgeben, nichts übertreiben. 25. April wird Pluto rückläufig, auch hier, was die Werte betrifft, sind auch Erinnerungen, aber auch ein Rückblick, die Finanzen in Ordnung zu bringen und 30. April wird aber Saturn auch rückläufig, wieder Werte und Finanzen hat mit Vergangenheit was zu tun, diese Rückläufigkeit. 12. April ist Halbmond in den Zwillingen. Ein Halbmond ist schön, aber immer Spannung, löst Spannung, Unsicherheit aus, manchmal Nervosität. In den Zwillingen erlebst du hier in diesem Bereich entweder in erbschaftlichen Situationen oder mit Ämtern oder das Loslassen, dass es sehr schwierig ist, weil du neigst dazu, etwas festzuhalten. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond ist die Licht, beleuchtet etwas. Genau da sollen wir hinschauen. Und dieser Vollmond ist hier im Waage. Die Geheimnisse erkennen, in die Tiefe schauen, die Ursache an etwas zum Erkennen. 26. April ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung, wo erlebst du bei Konkurrenten oder bei
Austausch von Menschen, wenn um die Kommunikation geht oder Informationen vermitteln, annehmen. Und da entsteht eine gewisse Missverständnis. Mai 2019 Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Jupiter ist rückläufig, kehrt zurück zum Skorpion. Das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Natürlich bringt dir auch Glück gerade in deinem persönlichen Leben. Aber nicht vergesse, Jupiter vergrößert etwas. Und das kann auch natürlich bedeuten, dass du etwas zunimmst in diesem Jupiter-Einfluss, weil das beeinflusst dein Aussehen. Sonne ist im Widder. Monatsthema ist die Arbeit und Gesundheit. Merkur und Venus ist in Fischen. Das sind auch Gespräche. Das kann natürlich über die Liebe sein oder über Kreativität oder Gespräche mit einer Frau. Und da erlebst du diese schöpferische Kraft, etwas gestalten, kunstvoll gestalten. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, und das soll gerade hier im Widder sein, was die Arbeit betrifft oder deine Gesundheit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das hat mit Reisen was zu tun oder Prüfungen was zu tun. Das kann auch eine Prüfung sein im Schule des Lebens oder alles, was mit Reisen was zu tun, da entsteht eine gewisse Spannung. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder die Geheimnisse erkennen, genau da hinschauen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung mit Geschwistern, mit Konkurrenten oder mit Informationen, kann das zu Missverständnissen führen. Juni 2019, Venus ist im Widder und das hat einen Einfluss auf deine Arbeit. Das kann natürlich dir auch Glück bringen oder lebst du deine Kreativität. Venus steht auch mit Selbstständigkeit in Verbindung. Kann natürlich auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist die Partnerschaft, da kommt auch Nachricht, Gespräche, und Mars ist in Zwillingen. Und das kann auslösen, diese Mars-Energie, dass du dich behaupten muss bei Ämtern oder bei einer erbschaftlichen Situation. Aber das ist die männliche Energie, hat auch mit Sexualität was zu tun. Das kann auch ein Thema sein, Liebe, Partnerschaft und Intimität. Juni passiert was ganz, ganz Wichtiges. Ketu ist die Drachenkörper. Das hat mit Vergangenheit was zu tun. Ketu bewegt sich, also Rahu und Ketu, diesem karmischen Knoten, bewegen sie sich auch ganzes Jahr, also 2019 und auch 2020 ist Ketu hier im Schütze und aktiviert karmischen Themen, und das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun.
Also ich wiederhole nochmal, Ketu ist ganzes Jahr und auch 2020 hier im Schütze und aktiviert karmische Themen, hat mit Vergangenheit was zu tun. Und Rahu, der Drachenkopf, wo wir gerade Erfahrungen machen, was unsere Seele auch braucht, karmischen Erfahrungen, befindet sich ganzes Jahr in Zwillinge und 2020 auch. Und das, was du gerade als karmischen Lernaufgabe brauchst, das Loslassen und auch Transformation, dieser Erneuerungsprozess, bist du gerade. Juni passiert Folgendes. Ketu, was die alten Karma symbolisiert. Außerdem Saturn, wo eigentlich auch der Planet der Karma ist und rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die bilden sich eine sogenannte Konjunktion und das heißt, sie wirken zusammen. Und hier aktiviert karmischen Themen, das hat mit Vergangenheit was zu tun und handelt sich um Werte, Wertschätzung und Finanzen. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Diese Rückläufigkeit von Neptun bedeutet Erinnerungen, all das, was dich auch enttäuscht hat in früheren Jahren oder in früheren Leben. Aber Neptun bedeutet auch deine Talente und Fähigkeiten und das hat mit Kunst etwas zu tun und aktiviert diese Erinnerungen, dass du endlich deine Träume lebst. 3. Juni ist Neumond im Stier. Das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über eine Partnerschaft oder dass du mit deinem Partner zurückziehst und ihr genießt diese Ruhe. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hier ganz oben, und das bedeutet, du hast das Gefühl, du bist übersehen, nicht wirklich wahrgenommen oder hast du gewisse Unsicherheit oder Unruhe in die Arbeit. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, dann kommt alles ins Licht und das bedeutet dein Auftreten, du wirst da auch wirklich wahrgenommen, da zeigst du auch Glanz. 25. Juni ist Halbmond in Fische, wieder Spannung, entweder mit Kindern oder du möchtest das Lebensfreude genießen und alles ist so streng und das gelingt nicht oder du traust es gar nicht zu. Jetzt schauen wir Juli an. Mars und Merkur ist im Krebs und das würde dich bedeuten, dass du dich einsetzt und hast du eine Prüfung oder lernst du etwas oder bist du in einer Bildung, das passt auch zur Merkur-Energie, kann aber auch bedeuten, dass du auf eine Reise eine wichtige Kontaktbegegnung hast mit einer männlichen Person oder bedeutet, dass ein Mann meldet sich und bekommst eine Nachricht von Ausland. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Transformation, dann auch mit deiner Weiblichkeit bewusst zu sein und auch Intimität. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Das kann natürlich bedeuten, jemand meldet sich von Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht von Ausland. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklich zu sein über eine Transformation oder nachdenklich zu sein, was sollst du loslassen oder nachdenklich zu sein über eine erbschaftliche Situation oder Investitionen, Termine mit Ämtern.
9. Juli ist Halbmond im Jungfrau und das befindet sich dann hier im Jungfrau. Das kann auslösen, dass du Wünsche hast und fangst an daran zum Zweifeln oder eine gewisse Spannung mit Freunden. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Wieder nachdenklich zu sein über Vergangenheit, über alten Karma, da kommen die Erinnerungen. Es handelt sich wirklich um Besitz oder um Werte oder um Geld. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, wieder Spannung mit Kindern oder Erinnerungen an deine Kindheit, löst was aus. Unsicherheit oder Tränen kann auch bedeuten, du möchtest das Leben genießen, etwas spielerisch betrachten, gestalten und das ist alles so streng. August 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Reisen, Spiritualität oder Ausland, Auslandskontakte mit Mars und Venus ist ein Hinweis an die Liebe und Merkur ist hier in Zwillingen, entweder Terminen oder Verträgen bezüglich auf Erbschaft oder Ämtern, kann auch Gericht sein, Gerichtstermin kann das auch auslösen oder Erinnerungen an deine Kindheit, Jugend und da kommt dieser Prozess, das Loslassen. 12. August wird Jupiter direktläufig und das wirkt an deiner Persönlichkeit oder in deiner persönlichen Umgebung, auf dein persönlichen Leben auch, dass es endlich alles vorangeht und hast du auch mehr Glück im Leben. 12. August wird Uranus rückläufig. Das wirkt hier bei der Arbeit, das wirft dich ein bisschen zurück, gerade wenn du dich beruflich verändern möchtest. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich zu sein über Ausland, Auslandskontakte, Reisen oder Spiritualität. 7. August ist Halbmond im Waage. Dieser Halbmond löst Unsicherheit aus oder Nervosität und dann ist wichtig, dass du zurückziehst, zur Ruhe kommst. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond beleuchtet etwas, genau hinschauen, die Verbindungen zum Geschwister, Verwandten, Nachbarn oder wie kannst du dich behaupten, wie erreichst du, dass du endlich wahrgenommen bist. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung in die Arbeit. 30. August ist Neumond in Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus hat einen Einfluss auf dich, weil diese Mars-Energie hat auch eine Verbindung zum Regulus. Regulus ist der Stern der Könige. Regulus ist das Herz der Löwen, also da handelt es sich um Herzensangelegenheit, entweder Liebe oder so eine Begeisterung, deine Berufung zum Leben. Und bei diesem Neumond sollst du das verinnerlichen, nachdenklich zu sein und da löst etwas aus. September 2019. Sonne, Mars, Venus und Merkur ist im Löwe. Also die wichtigste Monatsthema ist Anerkennung, Ansehen, Respekt, wahrgenommen zu werden, Öffentlichkeit, aber auch die Berufung.
19. September wird Saturn direktläufig und Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Werden schicksalhafte Ereignisse sein, schicksalhafte Entscheidungen, und das erlebst du hier im zweiten Lebensbereich, wo um Werten und Finanzen geht. Und bei dieser Veränderung der Bewegung des Saturn heißt, es geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. 14. September ist Vollmond im Wassermann, das wird beleuchtet dann Wohnsituation. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung oder Unsicherheit, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich zu sein, wie erreichst du deine Ziele, wie bekommst du Anerkennung oder wo liegt deine wahre Berufung, was kannst du dafür tun, Erfolg zu haben beruflich. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau, also Monatsthema sind deine Wünsche. Bei Mars und Venus handelt es sich um die Liebe oder Freundschaften. Natürlich kann auch bedeuten, die Liebe erlebst du im Freundeskreis oder dass du mit deinem Partner diese Freundschaften pflegst. Merkur befindet sich im Waage. Das hat auch eine Bedeutung, weil hier handelt es sich um die Geheimnisse, tiefe Geheimnisse. Merkur löst etwas aus, wenn das um das Wissen geht, dass du in die Tiefe schaust, dass du dein Wissen vertiefst. Aber kann auch auslösen, dieser Merkur-Einfluss hier im 12. Lebensbereich, dass jemand erzählt ihre Geheimnisse oder seine Geheimnisse. Oder du hast dieses Bedürfnis, deine Geheimnisse zu erzählen. Oder kann auch auslösen, du sollst eher schweigen. Hier im 12. Lebensbereich gibt es auch die geheime Feinde. Das kann natürlich auch bedeuten, dass jemand redet über dir hinter deinem Rücken. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das hat einen Einfluss auf Werte und Finanzen. Das ist Spannung. Also nichts investieren, nichts kaufen, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das wird richtig beleuchtet. Die Kindthema Kinder oder deine schöpferische Kraft. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Kein Termin ausmachen in diesem Tag mit Ämtern, es steht auch Spannung. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich zu sein, was sind genau deine Wünsche, was kannst du erreichen, und aufräumen bei Freundschaften, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. November. Sonne ist im Waage, das heißt Monatsthema ist Rückzug, Ruhe oder die Geheimnisse. Das wird beleuchtet. Sonne ist die Licht, die Augen auch klar und deutlich sehen und das Erkennen. Mars ist im Jungfrau, entweder musst du dich behaupten bei Freundeskreis oder einer männlichen Person, wo du da Begegnung hast. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das heißt, diese Venus-Energie, deine Weiblichkeit, das wird wahrgenommen. Das bringst du im Ausdruck. Gibt es auch Gespräche, Kommunikation.
zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, Gesprächen über vergangene Themen. Oder du hast das Gefühl, du bekommst keinen Termin, es ist alles so zäh, geht's nichts voran. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 28. November wird Neptun direktläufig und das löst aus, dass alles vorangeht und du kannst endlich deine Träume zum Leben, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Hier musst du dich behaupten gegen deine Verwandten oder Geschwister. Kann auch bedeuten, du hast Konkurrenten und da brauchst du auch die Kraft und Stärke, weil entsteht eine gewisse Spannung. 12. November ist Vollmond im Widder. Da wird beleuchtet deine Arbeit. Das ist wichtig, da die ganze Aufmerksamkeit geht es um die Pflichten und Arbeit. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung im Reisen oder Prüfung kommt, Prüfungsstress kann natürlich auch auslösen. 26. November ist Neumond im Waage und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Dezember 2019. Sonne ist in Skorpion und Jupiter übergeht im Schütze. Und bleibt auch ganzes Jahr im Schütze und bringt dir Glück in Finanzen. Sonne ist in Skorpio, Monatsthema ist dein Selbst, deine Persönlichkeit, dein Auftritt, auch die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Venus befindet sich auch im Schütze und das heißt entweder Glück in Finanzen oder Gewinnchancen, gerade mit Jupiter, Venus, beide bedeuten Glück. Oder dass du Geld ausgibst zum schönen Dingen, kann auch auslösen, dass du kreativ bist im Bereich Kunst tätig und du verdienst damit Geld. Merkur und Mars ist im Waage. Das ist entweder das Wissen, die tiefe Geheimnisse zum Erforschen, oder dein Wissen vertiefen, kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden über dich, das wäre die Merkur-Einfluss und mit Mars musst du dich wehren, musst du dich da behaupten. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, das ist Spannung, zu Hause oder dass du dich erschöpft fühlst und brauchst du die Ruhe und bleibst zu Hause oder kleine Reparatur zu Hause. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, das bedeutet Liebe, Partnerschaft, da kommen die Erkenntnisse oder du schaust genau dahin. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, hier ganz oben, du hast das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung, du warst wieder übersehen oder Spannung in die Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, nachdenklich sein über deine Werte, nachdenklich sein über Finanzen. Januar 2020. Mars ist im Skorpion, das ist auch Bewegung, das kann natürlich auslösen, dass du etwas in Bewegung setzt oder machst du Sport, kann auch bedeuten, dass du Kraft zeigen musst, dich zum Behaupten
oder hast eine männliche Person in dein Leben, wo auf dein Aussehen oder auf deine Persönlichkeit einen Einfluss hat. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Finanzen, da sind auch Verträge oder Gespräche über Geld und Venus ist im Steinbock. Und das bedeutet Kontakt mit einer weiblichen Person oder du als Frau musst du dich behaupten gegen deine Rivalinnen oder Konkurrenten. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist dich behaupten gegen Konkurrenz oder Kontakte mit Geschwister, Verwandten. Venus und Merkur ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass du zu Hause verschönerst etwas oder du unterschreibst einen Vertrag oder beides. Die Schönheit ist Venus, Merkur ist die Handlungen und Verträge. März 2020. Venus ist im Widder. Und das bedeutet, dass du die Arbeit gerade schön findest oder geht alles Richtung Selbstständigkeit oder bist du kreativ im Arbeit, kann auch bedeuten, dass du mit einer Frau kontaktierst im Bereich Arbeit oder Thema Gesundheit. Jupiter bleibt ganzes Jahr hier im Schütze. Mars ist auch im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du hier mit einer männlichen Person Themen hast über Werte, Wertschätzung oder hat das mit Finanzen etwas zu tun. Kann auch bedeuten, dass du einen Impuls bekommst, das ist die Mars-Energie, einen Impuls Geld zu machen oder Geld ausgeben und Jupiter vergrößert das. Das kann natürlich Gewinnchancen sein, aber kann auch bedeuten, dass du unüberlegt handelst und übertreibst das bisschen, dass du mehr ausgibst, als du wolltest. Pluto und Saturn ist im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang hier im Steinbock und das wird Thema sein Konkurrenz oder die Verbindung zum Geschwister, Verwandten, aber auch Schulungen, Austausch, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, auch Medien, Informationen. Sonne und Merkur ist im Wassermann, Monatsthema ist dein Zuhause. Bei Merkur-Einfluss kann bedeuten, dass du zu Hause bist und lernst du etwas oder schreibst du ein Buch oder liest du ein Buch. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit deiner Wohnsituation oder mit einer Einrichtung etwas zu tun. Liebe Camisua, so könnte ich dein Jahreshoroskop erklären. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.